bisschen problematischer. Umso mehr Recken dann kommen, umso öfters werden wir verrecken. Och, du Hilfe. Ach, du Hilfe. Das ist ja mal haarsträubend. Jetzt versuche ich mal... Jetzt haben wir ja neue Heiltränke. Jetzt versuchen wir es mal richtig professionell darzustellen, denn das andere, das war ja echt zum Scheitern verurteilt, aber wir konnten uns richtig gut wieder hochkämpfen. Das hat mich sehr verwundert. Das war, da so viele Gegner weggesteckt haben und dass wir uns eigentlich, dass wir ein gutes Comeback hatten. Das war sehr verwunderlich. Und wenn wir das jetzt hier gleich von Anfang an wieder so gestalten, wie hier der letzte Angriff, also bevor wir da gegen diesen Hühnern kämpfen mussten. So. Und jetzt müssen wir versuchen, da an die Adrenalinkugeln zu kommen. Das ist unser Kapital. Das ist wirklich unser Kapital. Damit können wir nämlich richtig diese Ads dezimieren. Ach, da ist wieder einer. Schade. Da hat er uns den ersten verpasst. Aber pass bloß auf. Was du kannst, können wir schon viel geiler, ja? Da nochmal durch deine Freunde durch. Und jetzt auch nochmal auf dich drauf. Nein! Ach, scheiße. Das war jetzt auf immer eine andere Schlagreihenfolge, die wir machen mussten. Da hat er mich echt verwundert. A, 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 A. B. X. Oh ja. Sehr geil, wie sie das dargestellt haben. Wie wir den klein gekriegt haben. Oh ja. Das war echt cool. Das war auch cool. Und das war cool. Und das war ebenfalls cool. Yeah, baby. Wenn wir das bei dem anderen auch so hinkriegen, umso geiler. Umso geiler und umso besser. Wir haben immer noch drei Heiltränke. Wir haben zumindest schon mal, ja. Zwei Soldaten mehr getötet als in dem vorherigen Versuch. Einmal den Bogenschützen und einmal hier ein dieser Schildträger. Gut, der Typ, der backt da immer noch ein bisschen rum bei seinen... ja. Ach, fuck. Ach, fuck. Ach, fuck. Jetzt hier wieder B und X, wa? Bäh! Da hast du wieder in deine Visage rein, du Penner. Schönes Ding. Okay. Jetzt hat mir da eine Gesundheitskugel bei dem Typen gefehlt, also mit der habe ich eigentlich felsenfest gerechnet, aber leider kam da nichts. Gut, zumindest sehen wir auf der Karte keinen weiteren Riesen, den wir zu bezwingen mögen. 3 von 12 Schädel.
2 von 12 Schädeln. Wir gucken jetzt auch gleich mal weiter. Nach Typen, die wir mal so umhauen können. In Hoffnung, dass wir dann noch ein paar Gesundheitspärchen bekommen. Durch Finishing Moves. Aber leider, der wollte uns auch nichts geben. Der ist knausrig gewesen. Die Truhe, die könnte uns was bringen. Okay, ja, gesundheitsmäßig nichts, aber 544 Gold. Zumindest. Da ist ein Bogenschütze und ein Vierertrupp. Da ist ein Dreiertrupp. Aber nichts Großes, also nichts großartig Belastendes, was uns ohne weiteres umknacken könnte. Hier ist auch wieder ein kleiner... Ach, hier ist die andere Seite des Hafens. Okay, ja. Shane. Ist hier oben noch irgendwas? Nee. Wir können ja mal auf die untere Hafenseite gehen hier, auf das Hafenplateau. Und hier mal die Dreiergruppe weghauen. Das war auch geil. Geil. Hammer. Drei Leute, ohne dass sie es gecheckt haben. So. Aber hier scheint es auch nicht so viel Loot zu geben. Sogar eigentlich... Oh, hier ein Goldsäckchen. Oh, ist wirklich mager. Da vorne ist noch ein... Kriegen wir das hier eigentlich schon befreit? Schleust euch in der Holfurt ein und zerstört die dortigen Baracken. Okay. Das kriegen wir noch hin. So. Wir gucken mal ganz... Genau. Ja, was war jetzt hier los? Wir gucken mal ganz genau nach. Nicht, dass wir hier noch ein paar Schädel oder sowas sehen. Ja, okay, da freuen sich schon Leute, dass wir hier sind, aber ja, es verwundert mich sehr. Das ist ärgerlich, ist das ärgerlich. Hier konnten wir leider nicht einfach so infiltrieren und die von hinten weghauen. Schade eigentlich. Müssen wir vorsichtig agieren. Nicht, dass wir auf einmal zu schnell sind und dort ins Wasser springen. Ne, hier kommen wir auch nicht weiter. Hier nochmal die Urne und dann wäre es hier eigentlich auch schon wieder gelaufen. Dort kommen wir anscheinend noch nicht rüber. Also ich wüsste nicht wie. Mit dem Sprung möchte ich es nicht ausprobieren. Das ist für mich zu heikel. So. Und kabum! Jo. Du da. Frist den Move. Und so. Hier wieder ein bisschen Adrenalin. Und jetzt müssen wir ganz genau gucken. Beutelchen, da ist er. Dachte ich mir auch schon. Dass er nicht auf der anderen Seite gelegen hat. Hier kommen wir nicht durch. Hopp. Und da kommt eine Wache. Da kommt
waren sogar zwei Wachen. Sogar von vorne kann man die lautlos töten. Ich dachte immer nur so aus dem Verstohlenen, aus dem Hinterhalt. Hinterhalt ist ja immer Hinterrücks. Aber dass es auch so geht. Cool. Die sind mir wesentlich lieber als diese komischen großen Recken. Also die Recken, die kann man ja nicht so ohne weiteres wegkillen. Die wiederum schon hier. Und wenn man mal richtig viele an der Backe hat, kann ich zumindest schon mal so weit empfehlen, dass man dann dieses Ding nutzen sollte mit dem... Das Ding nutzen sollte die Rune Power Eis und dann diesen Schnellschlag, also genau hier obere linke Taste und A drücken. Einfach so oft A, wie man es kann. Der Player, der sucht sich ja dann schon raus, welchen Move man nimmt, ob man den vielseitigen Move nimmt, den mit den ganz vielen Schlägen oder nur den mit den zwei Schlägen. Der mit den vielen Schlägen, der käme natürlich cooler. Oh, wieder ein Totenschädel. Und der andere wiederum. Es geht mir hauptsächlich darum, umso mehr Schläge man landet, umso besser. Denn mit jedem Schlag kann man den Gegner einfrieren und man braucht im Endeffekt zwei Schläge, um den Gegner zu töten. Der Ice Power. So. Es bringt einem keine Punkte, umso härter die Schläge sind und so weiter und so fort. Das ist bei Ice Power, ist das sowas von egal. Hauptsache viele Schlagreihenfolgen oder Schlagserien, die man in die Gegner reinknallt, reinknattert. Das ist das Wichtige. Dann haut man da 10 Schläge rein bei drei Gegnern oder sonst irgendwas. Oh, da, heimlich, still und leise. Die Errungenschaft haben wir jetzt. Wunderbar, 100 Leute so weggekillt. Und man sollte wirklich den Angriff nehmen, wo man am meisten Schläge mit dem wenigsten Aufwand raushaut. Das ist in diesem Fall, das zeige ich euch bei den Typen da. Wirklich durch diese oben links und a. Und so weiter und so fort. Gut, hier hauen wir uns erst einmal die X rein und da geht man einfach durch wie durch Butter. Hier, zack und zack und ich könnte jetzt natürlich auch immer X drücken und dann halt hier diese Finishing Moves, aber das würde einfach nur Zeit kosten. Und ein Schlag, ein Toter. Ein Schlag, ein Toter. Okay, zwei Schläge, ein Toter. Der erste ist immer dieser Einfrierschlag. Ah, verdammt, ich habe hier was vergessen. Hier war doch das Beutelchen, ne? Ach, da war's. Gut. Ja, wolltet ihr mich verarschen oder wie hier, ihr kleinen Programmierer? Muss ich leider wieder Rune Power erstmal sammeln. Zack und zack und zack und... Ja! Ah! Wir wollten mich da hinterrücks erdolchen. Der kleine Strolch hier etwa. Und... Zack! Deine Gedärme sind alle noch in Ordnung, kann ich dir sagen, ja, aber du hättest nicht den Kopf verlieren sollen. Es ist halt nun mal eine bestialische Operation gewesen oder Untersuchungsmethode. Aber da braucht man nicht den Kopf verlieren, Jüngchen. Nach unten gehen wir erstmal nicht. Ich gucke jetzt auch hier noch mal überall nach. Kommen wir hier durch?
Können wir das Tor öffnen? Nö, das Tor können wir noch nicht öffnen. So.